Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute hier diesen Chevrolet Pickup vorstellen und es geht natürlich dann auch gleich los. So, ich habe angekommen und wie wir ja sehen, unser Chevrolet EXP 1971 kostet hier 15.000 Euro. 120 km/h soll schnell sein, 80 Liter Kraftstofftank, 400 PS soll er haben auf der höchsten Stufe und das entspricht 294 kW. So, wenn man Grundausstattung kauft, dann hat man 300 PS und 221 kW und wie man ja sieht, hier sieht er echt schick aus. Zum Beispiel kann man jetzt hier hinten eine Hängekupplung kaufen für 200 Euro, wie man sieht. Oder hier für 100 Euro die Stoßstange. Das sieht man hier schön auch die Auspuffe so her. Oder hier Standard mit der Stoßstange kostet einen nix. Dann haben wir hier mit 1000 Euro geile Felgen, wie man hier sieht. Mit coole Bremsanlagen. Und dann hier wieder die Standard. Also ich finde, es sieht echt geil aus, muss man wirklich sagen. Die Felgen. Mir gefällt das so geiler. Also, ja, Motorausführung haben wir schon gehabt. Dann haben wir hier oben rauf für 800 Euro eine Plane. So, jetzt können wir auch noch hergehen. Farbwahl. Beispiel hier im Blau für 0 Euro. Ja, dann schauen wir nochmal, was wir hier haben. Gelb kostet hier 1000 Euro. Kommt auch schick rüber. Ich glaube, die S-Reihe kostet hier nichts, kommt mir vor. Schauen wir mal, das Rot kostet auch nichts. Die S-Reihe ist kostenlos. Und die andere kostet hier anständiger Geld, hier 1000 Euro. Schauen wir nochmal, was wir hier noch haben. Ja, können wir hier noch so kaufen. Sieht auch schick aus. Dass es schön zweifarbig ist. Oder wir kaufen ihn hier in Schwarz und in Weiß. Sieht auch nicht schlecht aus, finde ich, sage ich mal. Ja, dann hier nehmen wir ihn noch mit der Hängekupplung. Kaufen wir ihn mal. So, jetzt haben wir hier erstmal hier das Grundmodell, was ich schon davor gekauft habe. Und wir tappen jetzt in den anderen rein. So, jetzt haben wir ihn hier mal. Start ihn. Cooler Sound. Mit der Maus kannst du ihn rauffahren, wie ein Low Rider. Leider halt, wenn du ihn einschlägst, kommen halt die Reifen durch. Also es ist nur optimal so her. Also, cooler Spruch hat er. Schauen wir mal, Kugelkopf. Ich mag jetzt keinen PKW kaufen extra. Das Geld haben wir schon da, aber trotzdem. So, schauen wir mal, sehen wir jetzt, er hängt mir an. Können ja auch gleich noch den anderen abs. Bin ich immer noch auf dem falschen Pedal oben? Ja, bin auf dem falschen oben gewesen. Kann passieren. So. Hupe. Rückfahrlicht hat er, wie wir sehen. Aber ich sehe hier keine Scheinwerfer. So, wenn man jetzt schaut. Da hat er einen kleinen Fehler dran. Da sieht man auch hier die Kollision. Aber er hängt den trotzdem hier an, wie man sieht. So, da sehen wir das so her. Also er hat hier eine Kollision noch. Können auch noch nachschauen. Dann sehen wir hier die Kollision, wo anstoßen tut. Also, schauen wir nochmal hier. Wir können ihn runterlassen. Auf, runter. Dann schalten wir mal hier ein, dass wir das mal sehen. Was hat denn hier noch? Wir können ihn aufklappen hinten. Dann müssen wir mal schauen, ob wir hier die Dinge auch noch wegmachen können. Er hat ja, glaube ich, sogar Spanngurte, wie wir sehen. Machen wir das auch gleich. Dann haben wir hier die Spanngurte. Ich denke, wir fahren mal rüber und tun mal hier die Oberfläche mal entfernen. Der Autolot hat er keinen, also können wir das hier nicht so machen. Das müsste man hier beispielsweise den Frontlader nehmen.
Dafür gehen wir mal her. Und das müsste das hier sein, oder? Nein, das ist Felgen. Dann ist es das hier. So, konfigurieren. So, da haben wir ja einen Ballen da. Da haben wir aber noch keine Ballengabel. Dafür sind wir mal gleich mal her. Wir nehmen gleich hier einen Ballenspieß. Habe ich letztes Mal verkauft, habe ich gedacht, brauche ich nicht mehr, dass ich weniger Gelump hier rumliegen habe. Also, stoße hier an. So. Ja. Rückwärtsgang. So, dann hauen wir mal hinten mal einen Ballen drauf. Jawohl. Fällt er um? Nein. Was für ein Pech, aber auch. Kann man beispielsweise hier mit einem Stapler oder was hinten drauf tun. Mal schauen, was mal hier jetzt was. Wie das jetzt hier nachher passiert. Oh, haben wir jetzt da einen Ballen drauf? Ups. Dann wollen wir den mal hier senken. Und schieben wir den mal hier retour. So, da haben wir jetzt den Ballen hier oben. Machen wir hinten die Klappe mal zu und L die Spanngurte drauf. Dann sehen wir hier, die Spanngurte passen sich auch an. Leider habe ich jetzt, wie man hier sieht, den Ball nicht schön aufgeladen. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Wir geben mal Gummi. Blinker. Walalala. Ja, das war jetzt mein Fehler. Mal lauter schauen auf die Lichter. Gehen wir mal in die Innenansicht rein. Dann sehen wir hier Tacho. Ob das hier auch alles animiert ist? Jawohl. So, Motor habe ich wieder gestartet. Innensound ist ein bisschen leise. Schauen wir mal, Lichter sind animiert. Aber hier drin sind keine Lampen. Dafür da. Ja. Da hupt er schon. So, jetzt fahren wir mal vor. Immer sehen, Spiegel funktionieren. Ja. Du mich auch. Jetzt hoffentlich hat das nicht gespeichert. Ich wollte es nicht speichern. Da kann man rauf und runter fahren, wenn in der Fahrt. Der Ball, der geht auch mit rauf und runter. Nächste Straße ist es rein. Abgase macht er auch. Dann fahren wir hier mal drüber. Schauen wir hier das Ganze mal an. Jetzt haben wir es unten, jetzt oben. Also das Hindernis ist ein bisschen heftig. Aber wenn man ja sieht hier, einfedern tut er ganz gut. Auspuffanlage hat er ja auch ganz gute. Ich muss schauen, ich cool immer so ran. Weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ich glaube, es liegt hier an die Bäume oder sowas. Ja, dann schauen wir nochmal gleich vorne mal die Blinker. Das ist nochmal Licht. Auch ganz gut. Das mit Nummer 5. Nummer 6. Wie wir sehen. Was hat er noch Schönes zu bieten? Ja, das war's eigentlich, was der so zum Bieten hat. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.